Ja, hallo, hier ist wieder der Matthias von cyberblog.de. Ich habe hier eine große Kiste mit drei Testgeräten drin. Die wollte ich mal auspacken. Drei Testgeräte, aus denen ich ziemlich sicher ungefähr 10 Testberichte machen werde. Zum einen handelt es sich dabei um das neue Asus Notebook N61 JQ. Kann ich nicht so gut merken, habe ich hier extra aufgeschlagen. Mit einem Intel i7 Core Prozessor, 500 GB Festplatte, 4 GB und sonstigen Späßen. Ati Radeon HD 5730 ist da auch drin. Gut ausgestattetes Gerät. Und dazu kommen zwei Festplatten. Warum, erkläre ich gleich mal. Die Festplatten kommen uns schon mal entgegen hier. Da hätten wir zum einen mal die Seagate Black Armor WS110, nennt sich die, ein externes Laufwerk. Die kann man anschließen über eSATA und über USB 2.0. Und die hat auch eine Backup-Software. Ganz interessant. Hier habe ich mal ein Kabel, das erkläre ich gleich. Noch ein bisschen Werbung. Super. Als zweite Festplatte ist hier die Buffalo Drive Station drin, auch eine 1 TB Festplatte. Und die, wie man schon vorne auch sieht, kann USB 3.0 verarbeiten. Auch wenn es da noch einige Probleme mit Intel und Microsoft gibt, zumindest hardwaremäßig die Anschlüsse sind hier schon mal dran. Und genauso verhält sich auch mit dem 16 Zoll Notebook von Asus, dem N61 JX, hieß er glaube ich, JQ. Der auch das wohl eines der ersten Notebooks ist mit USB 3.0. Guck mal die große Kiste weg, deswegen hier auch das Kabel jetzt. USB 3.0 Kabel natürlich. Das braucht man ja wohl. Kurz zu den Spezifikationen des Geräts. Der Asus hat, wie ich sagte, 16 Zoll HD-Bildschirm, 6 Zellen Akku 4400 mAh. Die CPU ist, wie gesagt, eine i7 Core, 500 GB Festplatte, Windows 7 Premium 64-Bit, 802.11 BGN WLAN. Und da werden sicher noch ein paar andere nette Sachen dran sein. Das zeige ich euch dann aber im Einzelnen nochmal in einem anderen, in einem extra Unboxing-Video. Hier sollte nur erstmal ein kleiner Vorgeschmack kommen auf USB 3.0. Ich werde vergleichen, also einmal natürlich das Notebook selber testen, dann die Laufwerke natürlich testen und miteinander vergleichen. Natürlich auch vor allen Dingen wegen der verschiedenen Anschlussmöglichkeiten eSATA und USB 3.0 bzw. USB 2.0. Das können nämlich auch beide. Mal gucken, wie schnell die sind und was man da so für Leistung rausholen kann. Dann, wie gesagt, werde ich die nochmal einzeln testen, gegeneinander testen und vielleicht auch nochmal im Netzwerk testen. Je nachdem, was so geht. Und hier, wie gesagt, ist halt diese Backup-Software drauf. Die werde ich auch nochmal präsentieren. Also da kommt einiges und als nächstes erstmal das Unboxing von dem Asus N61 JQ. Danke, bis dahin, der Matze. Tschüss.